das Pfandsystem. Ein Eckpfeiler deutscher Kultur, Effizienz in Flaschenform. Aber ist es wirklich so geil? 25, 50, 75. Und macht es überhaupt Sinn, dass ich mich für die paar Cent anstelle? Das erfahrt ihr in diesem Video. Und ich habe noch so einen Joghurtbecher. Das ist ja auch Pfand, ne? Den leider nicht. Nicht? Nee. Wo kann ich den abgeben? Die geht eigentlich auch nicht hier. Ich dachte, im Getränkemarkt geht alles. Ja. Die kannst du ja abgeben, wo du die gekauft hast. Okay. Und hier, ja, okay, also, okay. Nur eine, ja, okay. Ja. Aber eigentlich geht die nicht. Ich habe keinen Kasten dafür und ich kenne hier, die kenne ich nicht. Deswegen kann ich die eigentlich nicht annehmen. Kennt ihr ja bestimmt auch. Man hat sich endlich dazu aufgerafft, das Pfand wegzubringen und dann wird nur die Hälfte angenommen. Bei Mehrweg liegt es übrigens daran, dass kleinere Läden nur die Flaschen zurücknehmen müssen, die sie auch selbst verkaufen. Was macht ihr, wenn die Flasche wieder rückwärts aus dem Automaten zurückkommt? I'm so happy! I'm so sad! Stellt ihr sie daneben, geht ihr in einen anderen Laden oder schmeißt ihr sie sogar in den Müll? Schreibt es uns mal in die Kommentare. Jetzt gibt es erstmal noch ein paar Pfandfacts in unserem Pfandgrundkurs. Fun Fact Nummer 1. In Deutschland gibt es zwei Pfandsysteme, Einweg und Mehrweg. Mehrwegpfand gab es in Berlin schon 1903 auf Bierflaschen. Denn die Brauereien wollten die zurückhaben, um sie wieder zu befüllen. Mehrweg ist in Deutschland übrigens freiwillig. Und deshalb gibt es auch kein einheitliches Label. Und die Pfandpreise sind unterschiedlich. Auf Bierflaschen gibt es zum Beispiel 8 Cent, auf Wasserflaschen 15 Cent. Ein richtig guter Pfand-Fact, der für mich auch neu war, muss ich gestehen. Auf Joghurtgläser gibt es 15 Cent Pfand. Die könnt ihr am besten in den Supermarkt zurückgeben, wo ihr sie auch gekauft habt. Ich habe die leider oft weggeschmissen. Das Zeichen kennt wahrscheinlich jeder. Der Ferrari unter den Pfandflaschen. Hier steckt die Kohle im Pfandbusiness. 25 Cent pro Flasche. Vor 20 Jahren wurde das Einwegpfand in Deutschland eingeführt. Die Mittelalten kennen es vielleicht noch unter Dosenpfand. Und was daran halt wirklich praktisch ist, die Flaschen werden quasi an jedem Automaten angenommen. Oft sind solche Flaschen aus Kunststoff und der heißt Polyethylentereftalat. Polyethylentereftalat. Achtet ihr beim Getränkekauf auf die Pfandart? Schreibt es uns mal in die Kommentare. Okay, Grundkurs beendet. Eine wichtige Motivation hinter unserem Pfandsystem ist ja auch, die Umwelt zu schützen. Aber klappt das auch wirklich so gut? Schauen wir uns mal das Mehrwegsystem an. Ich glaube, dass es umweltfreundlich ist, dass ich die Glasflaschen zum Beispiel, die ich benutze, also ich benutze vorwiegend Glas, auf jeden Fall auch wieder kriege. Sehe ich auch in den Gebrauchsspuren. Ökobilanziell schneidet die PET-Mehrwegflasche besser ab als die Glas-Mehrwegflasche. Weil die Glasmehrwegflasche halt sehr, sehr schwer ist, dann braucht man mehr LKWs, weil man so einen LKW gar nicht ganz voll machen darf mit den schweren Glasflaschen. Deswegen ist es immer gut, egal in welcher Verpackung das Getränk ist, dass es möglichst nicht weit transportiert wurde. Allerdings ist das manchmal auch gar nicht so leicht rauszufinden. Wenn ihr darauf achten wollt, dann könnt ihr euch aber ziemlich sicher sein, dass regionale oder lokale Brauereien und Wasserabfüller ihre Flaschen nicht durch halb Deutschland kutschieren. Ökocheck Einweg. Einweg klingt ja schon nach schlechter Ökobilanz, oder? Schauen wir uns mal den Prozess an. Wenn ihr eine PET-Flasche in den Automaten steckt, dann wird sie hinten zusammengequetscht und dann in einer Recyclinganlage zerstückelt. Nur aus etwa einem Drittel von diesen Stückchen werden dann auch wieder PET-Flaschen gemacht. Aus dem Rest werden Fließklamotten, Spülmittelflaschen oder Plastiktüten gemacht. Und die landen dann im Müll oder werden auch einfach mal achtlos in die Gegend geworfen. Das Problem ist also, es ist kein geschlossener Recyclingkreislauf. Übrigens, für die Hersteller wäre es günstiger, einfach immer neue Flaschen zu produzieren und das Material einfach gar nicht zu recyceln. Einwegpfand ist für die Umwelt also schlechter als Mehrwegpfand. Aber warum wurde es dann überhaupt eingeführt? Als das Pfand eingeführt wurde, das 25-Cent-Pfand, war die Intention der Politik, damit einen Anreiz zu setzen, dass die Verbraucher und Verbraucherinnen kein Einweg mehr kaufen, weil sie dachten, das Pfand hält quasi die Leute davon ab, Einweg zu kaufen. Sodass sie wieder Mehrweg kaufen, wo das Pfand niedriger ist. Das hat aber überhaupt nicht funktioniert. Blöd gelaufen. Trotz dieser ausgeklügelten psychologischen Theorie ist der Anteil von Mehrweg nach der Einführung von Einweg noch gesunken und liegt inzwischen nur noch bei 43%. Gründe dafür könnten sein, Mehrweg ist teilweise aufwendiger. Die Flaschen müssen gelagert werden, nehmen dabei Platz weg, müssen transportiert werden und gespült. Außerdem gibt es den sogenannten Pfandschlupf. Wenn ihr PET-Einwegflaschen einfach wegschmeißt,
dann profitieren davon die Hersteller, denn sie müssen euch die 25 Cent, die ihr gezahlt habt, ja nicht zurückgeben. Der Naturschutzbund sagt, dass Einweghersteller 2015 so 180 Millionen Euro eingenommen haben. Das sind 720 Millionen Einwegflaschen und Dosen. Und was nicht zurückgebracht wird, kann natürlich auch nicht recycelt werden. Und deswegen fordern wir halt auch, dass es gesetzlich reguliert werden muss, dass halt viel mehr Mehrweg angeboten werden muss. Wo es im Mehrwegsystem noch hakt, darüber haben wir mit der Berliner Brauerei Berg gesprochen. Wir haben keine Individualflaschen, die gehören nicht uns selber, genauso wenig wie die Kästen uns selber gehören, sondern wir bedienen uns quasi an einem Mehrwegpool, der existiert. Wenn man auf Individualflasche geht, ist das natürlich aus Marketing-Sicht total super, weil man überall seine Marke irgendwie präsent hat, ob das mit Bügelflaschen ist oder mit irgendwelchen eingravierten Schriftzügen etc. pp. Aber diese Flaschen müssen ja immer wieder genau zu dem Hersteller zurück, von dem sie kommen. Das heißt, die Transportwege bei diesen Individualflaschen sind ziemlich lang. Wenn die Bierflasche also aussieht wie irgendeine 0815-Flasche, dann könnt ihr davon ausgehen, dass es umwelttechnisch besser ist, als wenn die Flasche irgendeine außergewöhnliche Form hat oder ein Relief. Und? Für Bier gibt es ja leider nicht so viel Pfand, ne? Das ist ein totales Problem, weil die Flaschen vom Einkauf her allein schon teurer sind. Also Flaschenpreis gerade so bei 20 Cent. Das heißt, quasi bei jedem Kasten, der verloren geht, oder bei jeder Flasche, die verloren geht, wird quasi Minusgeschäft gemacht. Entsprechend wäre es natürlich wünschenswert, wenn man die Bepfandung so anhebt, dass sie kostendeckend funktioniert. Ganz anders als bei Einweg, denn da machen ja die Hersteller mit jeder weggeworfenen Flasche ein Plus. Und ganz ehrlich, ich finde Einweg auch praktischer. Die Tüte ist nicht so schwer, ich kriege die Flaschen überall los und es gibt mehr Geld zurück. Klar, ich habe das auch bezahlt, aber irgendwie ist das Gefühl doch besser, 5 Euro Pfand statt nur 2 Euro zurückzukriegen. Um das Mehrwegsystem jetzt wieder voranzubringen, hat die EU übrigens einen Plan vorgeschlagen. Und zwar sollen bis 2030 Abfüller einen gewissen Teil ihrer Getränke in Mehrwegflaschen verkaufen müssen. Wie viel Lebenszeit habt ihr schon vom Pfandautomaten verschwendet und was war die höchste Summe, die ihr je rausgekriegt habt? Schreibt uns das mal in die Kommentare. Wenn ihr keine Videos mehr von uns verpassen wollt, dann lasst ein Abo da und hier findet ihr noch mehr von unseren Explainern. $25, $50, $75. Darauf wird es jetzt 15 Cent geben. Ich habe jetzt nicht mehr mitgezählt.